Ja, wunderbares Hallo vom Zentrum für Yoga. Ein paar Gedanken zum Leben, über das Leben, für das Leben, aus dem Leben von mir, Markus Ritz, Heilpraktiker, Dozent für Yoga, Naturheilverfahren. Ja, und den Rest spare ich mir heute mal. Gerade habe ich so einen Vortrag gehört von Jiddu Krishnamurti und dann kam so die Aussage: Gott lebt nicht in einem Tempel. Die Zusammenhänge spielen im Grunde keine Rolle, denn es geht um die Aussage, dass man nicht in eine Kirche oder in einen Tempel oder sonst wohin gehen muss, um Gott zu finden. Das ist ja immer die Illusion des Menschen. Durch das Denken denkt man, man muss irgendwo suchen. Dabei ist es schon da. Wir suchen nach Besonderheiten auf dem Mars, auf dem Mond, im Weltall. Doch man sucht nicht in sich drin. Denn alles, was es im Außen gibt, hat man in sich drin. Das Weltall, das Universum. Wir haben eine Sonne im Bauch, einen Mond im Kopf, gemäß der Yoga-Philosophie. Und so ist alles schon da. Der Körper hat alle Metalle, Mineralstoffe, alles finden wir in uns selbst. Und die Menschen unterliegen der Illusion, ich gehe in eine Kirche, in einen Tempel und dort ist Gott. Und dann geht man da wieder raus, da ist dann Gott nicht, weil wenn man sieht, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen, ob sie in die Kirche gehen oder nicht, spielt keine Rolle, leider, sondern man geht miteinander nicht menschlich um. Sondern manche behandeln andere Menschen wie Tiere oder schlimmer wie die eigenen Tiere. Unterdrückung, Gewalt, Kriege. Und dann geht man in die Kirche und sagt, ah, Gott macht dies, Gott beschützt. Und im Alltag handeln die Menschen ganz anders. So viele Menschen, die es gibt, die an Gott glauben, an andere Wesen. So schlecht schaut die Gesellschaft gerade aus. Wenn auch nur 1% von den Menschen, die in eine Kirche gehen, in die in einen Tempel gehen, anders handeln würden, wäre die Menschheit schon friedvoller. Gott wohnt nicht im Tempel. Das hat man in Corona-Zeiten gesehen. Die, die nicht geschlumpft waren, durften nicht in den Tempel, in die Kirche. Dann denke ich mal, ja, ist ja auch gut so, denn Gott wohnt ja nicht im Tempel, nicht in der Kirche, sondern Gott wohnt in jedem Menschen. Und dann hat man gesehen, was praktiziert wird. Solch eine Illusion. Jesus hätte sich ja im Grab umgedreht, wenn er nicht auferstanden wäre. Egal, was macht ihr da, Leute? Was macht ihr miteinander? Warum spaltet ihr euch, trennt ihr euch? Warum gibt es diese Leugner, diese Menschen, die Blödsinn erzählen? Also man fragt sich immer, warum braucht es so etwas? Gut, habe ich in vielen Videos schon erleuchtet auch, erläutert. Es ist einfach ein Irrsinn. Der Mensch lebt im Denken, im Kopf und nicht im Herz. Und die Kirche, das, was manchmal da abgespult wird, ist grausig, weil das Herz dabei fehlt. Man glaubt an einen Gott, man singt Lieder, man betet. Aber man geht mit den Menschen, mit den Tieren, mit der Natur nicht so um. Und die, die vielleicht angestellt sind in einer Firma, die lauter Giftmüll in das Grundwasser pumpt, die müsste man aufhören zu arbeiten. Das kann nicht sein. Oder in Metzgereien werden Tiere sinnlos getötet, nicht zum Essen, sondern einfach, dass man an der Fleischtheke viel hat. Man kann das essen, das finde ich nicht schlimm jetzt in dem Sinne. Aber diese Masse, wie man mit der Natur umgeht, wie man die Natur teilweise ausbeutet, wie man Tiere abschlachtet, hochzüchtet, das hat nichts mit Menschlichkeit oder Natürlichkeit zu tun.
Und gerade Menschen, die an Gott glauben, an ein besseres Leben, an Frieden, Mitgefühl, die dürfen da nicht arbeiten. Das ist dann Schwachsinn. Das darf nicht sein. Und trotzdem, Gott wohnt in einem Tempel, da kann ich dann wieder Frieden finden. Ich lege die Beichte ab und alles ist wieder gut. Ja. Im Yoga ist das nicht so einfach. Das ist Karma genannt. Da muss man dafür gerade stehen, was man gemacht hat. Kann man nicht einfach sich rausfinden, oh, Entschuldigung, sorry. Ja, das kann man bei der Mama machen oder beim Papa, der sagt dann, ja, komm, lass gut sein. Die Shakti, das Universum, sagt, nee, müssen wir, musst du durch. Das mache ich nicht für dich. Ich entschuldige das nicht. Böse ist man auch nicht als Gottheit, glaube ich, sondern da musst du einfach durch. Du hast es produziert, du musst die Suppe auslöffeln. Und das kann man nicht in einem Tempel, in einer Kirche machen, sondern das muss man im Leben machen. In sich selbst, in sich drin. Und das Leben findet nicht in der Kirche, im Tempel, in religiösen Riten statt, sondern alle Zeit. Jede Sekunde. Und Gott sollte man nicht im Außen suchen, sondern in sich drin. Und alles andere kommt von selbst. Kann man auch nicht durch Helfersyndrome beseitigen, sondern nur in sich selbst. Gott wohnt also nicht im Tempel, sondern der ist schon in einem drin. Alle Götter, die es gibt in Indien und sonst wo, die sind alles schon drin, sind nur unterschiedliche äußere Manifestationen. Alles ist schon in einem da. Und dies zu erkennen, das ist Arbeit an sich selbst. Und nicht die Suche in einer Kirche, in einem Tempel, in einem Ritual, sondern durch Beschäftigung mit sich, mit dem Leben, mit allen Wesen, indem man einfach lebt. Und nicht immer nach außen schaut, was brauche ich oder machen Sie das mal gut, Sie sind doch der Guru, Sie können mal Schnick, Schnack, Schnuck, Abracadabra machen und ich bin befreit. Das würde kein Guru machen, kein wahrer Guru. Ich würde sagen, ja, arbeite dran, kannst es schaffen, ich kann dir zeigen, wie es geht, aber machen musst es selber. Natürlich ist es einfacher, um wieder aufs Thema zurückzukommen, in eine Kirche zu gehen. Dann kriegt man einen Segen und eine liegende Acht oder so. Aber damit ist es nicht getan. Es ist natürlich einfacher. Aber im Leben ist nichts einfacher. Die Geburt ist nicht einfach. Kaiserschnitt ist einfach. Aber die Konsequenzen muss man dann auch tragen für die Entwicklung des Kindes, für den Bauch der Mama. Und eine richtige Geburt ist nicht einfach. Dann wird man alt, das ist auch nicht einfach. Zähne fallen aus. Man sieht vielleicht nicht mehr, hört nicht mehr. Und dann wird es schwierig. Und die Natur möchte, dass man lebt, dass man sich mit sich beschäftigt. Und nicht trennt zwischen diesen Religionen, jenen Religionen, zwischen Schweizern, Bayern, Deutschen und Russen. Das ist alles so eine fiktive Illusion, um irgendwas zu rechtfertigen, um irgendwas einzuordnen, um besser dazustehen und was weiß ich alles. Aber es ist nicht in Ordnung. Denn in jedem Menschen wohnt Gott, mehr oder minder, ausgeprägt natürlich. Aber man geht in die Kirche, sagt, alles ist gut, in den Tempel, Om Namah Shivaya. Und dann verurteilt man andere Menschen, weil sie anders denken, weil sie sich nicht schlumpfen lassen wollen, weil sie diese Operation nicht machen wollen, weil sie kein grünes Auto fahren wollen, dann sind es absolute Idioten, wenn die das nicht machen. So wird man dargestellt. Wenn man nicht 40 Stunden arbeitet, nicht zwei Häuser hat, drei Autos, vier Frauen oder Männer,
Dann ist man abnormal und so werden irgendwelche Dinge aufgestellt, die völligst fernab des Lebens sind. Und so sucht der Mensch immer im Außen, im Tempel, in ja, anderen ja, Sekten vielleicht, wer weiß, Religionen, Göttern. Aber das sind nur äußere Manifestationen des Inneren. Und Jesus wäre nicht von den Aussätzigen weg. Vielleicht hätte er sich heutzutage so ein Overall angezogen mit einer Haube, aber er wäre nicht weggelaufen, hätte sie nicht verstoßen. Er hätte nicht gesagt, ah, ihr glaubt an den falschen Gott, geht, ihr gehört hier nicht dazu, ich will euch nicht haben. Sondern er hätte gesagt, ja, ist egal, ihr seid Menschen. Bestimmt hätte er das gesagt. Ja. Und so kann man mal über seine eigenen Einstellungen nachdenken. Wie sehr trennt, spaltet man sich und wie sehr sucht man im Außen, in irgendwelchen Äußerlichkeiten, in Kleidung, in Religionen, in Sichtweisen nach irgendwelcher Erfüllung und Frieden und Gott. Ja, such mal in dir selber und nicht woanders. Und nimm das Leben nicht immer so leicht. Denn das Leben ist Arbeit. Jede Zelle in unserem Körper muss arbeiten. Kann ich sagen, ich chill heute mal. Oh, naja. Herzmuskelzelle, ich chill mal. Oh, naja, Gott wird schon richten. Kann man vergessen. Nun, so sage ich mal wieder danke fürs Zuhören, Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Video und allen eine wunderbare Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.